Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, weil heute gibt es wieder ein paar News zum Eurotaxi-Simulator 2 und der kommenden Version 1.38. Wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, so schnell wie möglich News zum Eurotaxi-Simulator zu bekommen. Natürlich auch zum American Truck Simulator. Ja, die 1.38, wir wissen ja schon ein paar Sachen, was da neu kommt. Zum einen soll ja die Grafik überarbeitet werden, ob wir dann Jahreszeiten bekommen, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, aber das sind halt Wünsche, die ich jetzt habe, vielleicht der ein oder andere auch. Wenn ihr noch andere Wünsche habt, dann schreibt die unten in die Kommentare. Die 1.37 ist noch gar nicht so lange her und ist bei vielen nicht ganz so gut angekommen mit dem Sound, aber es hat auf jeden Fall besondere Gründe, warum der Sound diesbezüglich hinzugefügt wurde. Aber mehr will ich da auf jeden Fall nicht dazu sagen. Aber, ja, was ist denn neu? Das Spezialtransport-Add-on gibt es natürlich schon eine ganze Weile, aber im Route to the Black Sea konnte man dort noch nicht fahren. Für alle, die das Spezialtransport-Add-on und Route to the Black Sea haben, braucht euch keine Gedanken machen, ihr braucht nicht bezahlen, ihr kriegt das kostenlos dazu. Für alle anderen, die Route to the Black Sea noch nicht haben, können natürlich die Strecken nicht fahren, weil es gibt drei neue Strecken, die wir mit den unterschiedlichen schweren Aufträgen transportieren können. Und ja, vier Bilder haben wir auf jeden Fall von SCS bekommen. Die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und ja, mir ist als erstes noch gar nicht so richtig aufgefallen. Begleitfahrzeuge, ja, das kennen wir. Die Frachten sehen auch so auf den ersten Blick alle gleich aus. Falls euch irgendwas auffällt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Vielleicht seht ihr irgendein Auto oder irgendeine, ja, Fracht, die doch eventuell neu sein könnte. Wie gesagt, mir ist da nichts aufgefallen. Die Strecken werden natürlich so 300 bis 500 Kilometer sein. Ihr könnt ja selber mal gucken, wie weit die Strecken sind, weil hier auf dem SCS-Blog stehen die Strecken von Istanbul bis Erdin und so, ne? Bis Sofia können wir fahren. Also drei Strecken sind hinzugekommen. Hier steht es auf jeden Fall nochmal, dass ihr euch keine Gedanken machen braucht, wer schon die zwei DLCs habt. Die könnt ihr auch nutzen. Für alle, die des Englischen nicht mächtig sind, die können euch hier auf jeden Fall nochmal die deutsche Seite gucken von German SAS Fanblog. Da ist alles nochmal alles schnell und einfach übersetzt. Das nutze ich immer gerne. Und die Jungs sind ziemlich schnell. Also die 1.38. Ja, die ersten Bilder haben wir schon gesehen. Wird wahrscheinlich Ende des Jahres kommen. Im Vorfeld wird oder danach wird wahrscheinlich denn die Iberische Halbinsel kommen. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir dieses Jahr sogar noch die 1.39. Aber ich gehe davon aus, dass die 1.38 ja das letzte Update für das Jahr 2020 ist. Aber ja, ich lasse mich einfach überraschen. Vielleicht ist die 1.39 dann mit den Iberischen Halbinsel-DLC das letzte für das Jahr 2020. So, ja, das wollte ich einfach nur sagen. Mich freut es, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns natürlich wieder beim nächsten Video. Morgen will ich auf jeden Fall wieder eine Runde Livestream machen und ja, das mit dem Multiplayer, das dauert noch. Ich habe da schon einige Informationen bekommen. Der Sound ist das Problem. Ja, vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste, vielleicht aber auch diese Woche können wir wieder MP spielen. Warten wir ab. Deswegen fragt das einfach nicht, ne? Wenn es wieder geht, mache ich vielleicht ein kleines Infovideo. So, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns morgen im Livestream gegen 20 Uhr. Dann bin ich erstmal fertig. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.